Ja, hallo, ich bin Aline Westphal, ich komme aus Hannover, habe in Hildesheim szenische Künste studiert, das ist sowas mit Medien und über mein Studium bin ich auch an mein Spezialthema gekommen, das ich euch heute vorstellen möchte. Alles begann vor 5 Jahren, als ich das Vorlesungsverzeichnis der Uni Hildesheim durchblätterte und auf folgende Veranstaltung stieß: Medienästhetische Überlegungen zur Luftgitarre. Ziel war es, das Luftgitarrespielen zu analysieren und zu demonstrieren, welche Formen sich ergeben haben durch die Einführung der E-Gitarre und durch das verstärkergestützte Musizieren. Zudem war Forschungsthema, die audiovisuelle Präsentation von Musik zu reflektieren. Und dazu gab es auch eine passende Übung, Luftgitarre spielen. Und Ziel dieser Übung war es natürlich, Luftgitarre zu spielen. Und Luftgitarre spielen vor allen Dingen vor Kommilitonen, vorm Dozenten und später sogar öffentlich vor Publikum in Berlin bei der Deutschen Meisterschaft. Das war nämlich Voraussetzung. Es stand im Vorlesungsverzeichnis, wenn Sie einen Schein haben möchten, müssen Sie zur Deutschen Meisterschaft fahren und da teilnehmen. Und ja, da dachte ich erstmal so, ja cool, das ist bestimmt so rocktheoretisch. Für mich als rockbegeisterte Maus total interessant, dieses Seminar. Könnte ich eventuell machen. Da habe ich auch gedacht, brauche ich den Schein wirklich so dringend? Möchte ich das wirklich? Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte das und den Schein brauche ich auch. Also habe ich beide Veranstaltungen besucht und das Ende vom Lied war, dass ich relativ großes Talent für die Praxis hatte. Und so wurde ich im Juli 2011 Deutsche Meisterin und im August 2011 Weltmeisterin. Ja. Als erste Deutsche überhaupt und als zweite Frau übrigens. Ja, aber ich habe mich nicht nur mit der Praxis beschäftigt, sondern auch mit der Theorie, speziell mit der Kulturgeschichte der Luftgitarre. Und die große theoretische Herausforderung ist, es gibt kaum Publikationen, die sich explizit auch mit Luftgitarre beschäftigen. Und so interessierte mich brennend, warum weiß jeder, wenn ich meine Hände so halte, dass ich eine Luftgitarre halte. Also, Luftgitarre, was ist das? Was kann das? Wie lange gibt es das Phänomen schon? Mit welchen oder welche wichtigen Ereignisse gab es in der Luftgitarrengeschichte und welche wichtigen Ereignisse gab es in der Geschichte der Weltmeisterschaften? Und das alles habe ich dann in meiner Diplomarbeit untersucht. So, das ist also eine Luftgitarre, eine unsichtbare und pantomimisch gespielte Echtgitarre. Und was kann die Luftgitarre? Sie ist eine Reaktion auf das Bühnengeschehen, ein, Zitat, vervielfältigtes menschliches Echo des Gitarristen auf der Bühne, Zitat Ende. Sie ist ein wichtiges Ausdrucksmittel der Teilhabe an der Rockkultur, also ich mag Rock und ich zeige das auch. Sie ist eine Geste des Guitar-Hero-Fühlens. Das kann Luftgitarre. Doch wann ist sie zum ersten Mal aufgetaucht? Seit wann gibt es sie offiziell? Words of love, whispers, soft and true. Ja, Bill Reed, der Basssänger einer kanadischen Doo-Wop-Band, das ist so eine Art Swing, die heißen The Diamonds, spielte in einer amerikanischen TV-Show-Aufzeichnung 1957 das erste Mal öffentlich Luftgitarre. Das ist nur sehr dezent und sehr zögerlich, eine Art Zupfen, als würde man was mit einem Blasebalg aufpumpen. Und man mag es kaum glauben, aber das ist Rock, das ist Rockmusik. Und bei der Einführung der E-Gitarre, also generell bei der Entstehung von Rock, ging es von Anfang an um Präsenz und Dominanz. Und was wir hier sehen, ist exakt diese Überwältigung durch den neuen elektrischen und verstärkergestützten Sound, also Präsenz und Dominanz. Auch wenn das für unsere Ohren etwas bieder klingt oder noch etwas bieder klingt, habe ich jetzt nochmal ein Beispiel mitgebracht, wo man sieht, wie groß diese Überwältigung durch die Elektrifizierung ist. Wer hat's erkannt? Joe Cocker, Woodstock. Bei seinem letzten Lied With a Little Help from My Friends spielt er ekstatisch Luftgitarre und es hat einen großen Teil meiner Diplomarbeit eingenommen. Zu erklären oder erstmal zu beschreiben, was ich da überhaupt sehe und warum Joe Cocker sich genauso bewegt. Also warum spielt er ausgerechnet Luftgitarre? Wir alle kennen seine Bewegung, das ist ja inzwischen sein Markenzeichen geworden und ich habe mich erstmal gefragt, sind das Auswirkungen einer Nervenkrankheit? Ist es Lampenfieber? Ist der einfach nur permanent drauf? Was ist das?
Parkinson-Entzugsentscheidung. Ich habe mich alles gefragt, aber ich bin dann zu der Überlegung gekommen, ich glaube, er macht Musik machen. Denn mit dem Trend von Massenkonzerten in den 60er Jahren fingen immer mehr Musiker an, neben dem Gitarrespielen eben auch Luftgitarre zu spielen. Also neben dem Musikmachen auch das Musikmachen darzustellen. Und obwohl Joe Cocker auf der Bühne ja keine Gitarre spielt, sondern ja nur Sänger ist, hat er trotzdessen ein musikvertrautes Publikum vor sich, dem genau wie ihm die Posen am richtigen Instrument geläufig sind. Denn auch Gitarristen auf der Bühne sehen, dass Luftgitarre gespielt wird. Mithin also, dass sie beim Gitarrespielen betrachtet werden. Und so richtet sich der Blick des Musikers auf seine eigene Performance, die er reflektiert. Und warum man dann ausgerechnet Luftgitarre spielt, wird wohl daran liegen, dass kaum ein anderes Instrument auch so nah am Körper liegt. Zudem wird aufgrund der Beweglichkeit des Instruments eine sehr intensive Beziehung von Körper und Klangkörper aufgebaut, habe ich mir erklärt. Und die Luftgitarrendarstellung ist ein sehr differenziertes Körperbild. Deswegen ist das Luftgitarrespielen wohl auch die beliebteste Form des Instrumente-Imitierens, weil das Differenzierte erstens sehr gut imitiert werden kann und zweitens, finde ich, wegen seiner Differenz auch sehr gut erkannt wird. Luftgitarre bringt also den Gitarristenkörper in uns zum Vorschein, den wir durch Konzerte, durch unsere Seherfahrungen erfahren haben. Die Videos, die sich in uns eingebrannt haben, sozusagen. Cocker ist das beste Beispiel für meine folgende These. Er macht Musik, sieht mit den Augen der Zuschauer die Performance, lässt sich davon überwältigen und bringt das zum Ausdruck und so ist somit Teil der Musik, die er selbst macht. Und wie stark dieser Impuls ist, Teil der Musik zu werden, zeigt sich, wenn Leute Teil der Musik werden, ohne die Musik zu machen und nur das Musikmachen machen. So wie ein anderer Kandidat, und zwar Rob Lewenhaus. Wir switchen ein paar Jahre weiter, 1957. Es gab einen Club in London im Nordwesten, der wurde The Soundhouse genannt, hieß eigentlich The Bandwagon. Und hier sind einige Dinge passiert, die rockgeschichtlich und auch luftgitarrenhistorisch bedeutsam waren. Dieser DJ mit Walrossbart legte bisher unbekannte Rockmusik auf, also statt The Clash, was damals in war, legte er einfach mal Black Sabbath auf oder ähnliches. Damit wurde schon mal die Grundbasis gelegt. Und er war es auch, der... sag doch was. Er war es auch, der Iron Maiden zum Karrierestart verhalf, denn die kannte bisher wirklich noch kein Schwein. Und die EP, die ihr hier auch seht, wurde in Zusammenarbeit mit diesem DJ aufgenommen. Und vor allem der Fotograf des Covers wurde indirekt zur Koryphäe der gesamten Szene da vor Ort und auch indirekt der Luftgitarrenszene. Denn der damals 23-jährige Robert Jeetman, genannt Rob Lewenhaus, Hobbyfotograf und eben Metal-Fan, erreichte durch das Nachbauen von Gitarrenmodellen aus Pappkarton Kultstatus. Das war Auslöser, war ein Wettbewerb zum Metaler of the Year. Und er erfand es eben, sich aus Pappe eine detailgetreue Gitarre auszuschneiden. Das verfeinerte er später, indem er so Spanplatten benutzte. Und das wurde ein großer Trend in diesem Club, also wirklich ein riesig großer Trend. Diese Gitarrenattrappen wurden zum festen Bestandteil des Besuches und so fiel dieser Rob Lewenhaus auch Iron Maiden ins Auge und ist bis heute inoffiziell sechstes Mitglied von Iron Maiden. Er tourte mit denen sogar und auch Judas Priest zum Beispiel entdeckten Lewenhaus für sich. In dem Video zu Breaking the Law zückt der Wachmann keine Knarre, sondern eben so eine Flying V-Attrappe aus Spanplatten. Aber dazu muss ich sagen, Rob Lewenhaus spielt keine Luftgitarre. Rob Lewenhaus spielt das Gitarrespielen. Und so gut, dass er tatsächlich dann auch Teil der Musik wurde. Und Luftgitarre ist komplett das entgegengesetzte Extrem und das zeigt sich zum Beispiel bei Wettbewerben. Es geht nicht um Imitation, sondern um Airness. Airness ist die besondere Gabe, die bloße Imitation zu transzendieren und das Luftgitarrespielen somit zu einer eigenständigen Kunstform zu erheben. Und es geht bei Airness um das Machen von Musik machen. Und weil man dabei kein Musik machen muss, kann man sehr kreativ von dem Machen von Musik machen umgehen. Wie wir zum Beispiel hier bei verschiedenen Weltmeistern sehen können.
kulturhistorischen Ereignisse zeigen, was für eine popkulturell relevante Rolle die Luftgitarre in unserem von Medien geprägten Alltag bereits über viele Jahrzehnte einnimmt. Und das Auftauchen der Luftgitarre kann klar gleichzeitig datiert werden mit dem Aufkeimen der Rockmusik und der E-Gitarre. Und jedes Jahrzehnt zeichnet sich durch unterschiedliche musikalische Richtungen und Trends aus und ebenso auch das Luftgitarrenspiel dem Diamonds-Spieler, der dann eben nur leicht pumpte und zog, von Joe Cocker, der sehr ekstatisch war, von Rob Lunehouse, der nur seine Spangitarren hatte, seine Holzspangitarren. Und auch das Video dieser Weltmeister zeigt, inwiefern nationale Stile die Szene prägen oder die Luftgitarre an sich prägen. Und ich hoffe, dass ich euch in diesem sehr, sehr, sehr kurzen Vortrag der Diplomarbeit zeigen konnte, oder euch zeigen könnte, den schmalen Grat zwischen Albernheit und Ernsthaftigkeit, auf dem Luftgitarre wandert. Und egal in welchem Maße man Luftgitarre spielt, ob es zu Hause vorm Spiegel ist oder jetzt im Rahmen einer Meisterschaft, die enorme befreiende Wirkung möchte ich einfach hervorheben. Das spontane Ich liebe Rockmusik und ich zeige das auch, soll zum Ausdruck gebracht werden. Und um es in den Worten Zac Monroes, dem Weltmeister von 2001 und 2002, zu sagen: Air Guitar celebrates the moment, and the moment is the most important thing in life. Thank you.
I wanna rock. I'm what's right, I'm the enemy.